Guten Morgen, du schöne Welt. Es beginnt ein neuer, wunderbarer Tag hier in Afrika. Bleibt dran, ich nehme euch mit. Ich bin auf dem Weg zum Strand, muss ein bisschen aufpassen, weil ich barfuß bin gestern. Meine lange Wanderung hat mir eine Blase verschafft oder besser gesagt eine Scheuerstelle an den Flipflops. Darum laufe ich heute barfuß. Ich habe heute vor, nach Kendwa zu laufen und zwar ist das am Strand links. Gestern war ich ja am Strand rechts. Und heute soll es links rumgehen. Ich weiß nur nicht, ob es noch schon geht, da ich die Gezeiten natürlich berechnen muss. Und die sind jeden Tag eine Stunde später. Wenn es jetzt noch nicht geht, dann werde ich praktisch wieder über Land laufen und zurück am Strand entlang. Hi. Jumbo. Jumbo. Fine, thanks. Germany. So schützt man sich hier vor ungebetene Gäste. Recycling Art. Kennt ihr diese dicken, fetten Baobab-Bäume? Nein? Schaut mal hier hinter. Da sind auch die Früchte zu sehen. Ich zeig's euch mal richtig. Ich habe übrigens einen Begleiter gefunden, der hinter mir steht. Der will unbedingt mit nach Kendwa mich begleiten und unterhalten, was halt ein bisschen schwierig ist, denn er spricht nur Swahili und Ma und wenig Englisch und kein Deutsch. Ich hab's geschafft. Bis zum Popo nass, aber es trocknet ja wieder. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Wucht dahinter ist, wenn Flut ist? Das ist echt lebensgefährlich. So, hier ist jetzt noch ganz schön viel Wasser. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich muss auch hier unten ohne rumlaufen. Aber ich bin schon bis zur Hüfte nass. So, weiter geht's jetzt. Heute sieht es wieder sehr türkis alles aus.
Zanzibar, and we enjoy together, friends together with my friends. We share a different thing. Welcome, welcome another friend who wants to come here. Congratulations, welcome, welcome. Hier unten wird verkauft und da oben wird gemalt. So ist der Transportweg kürzer. Hier sind die Fischerboote und die Ausflugsboote von Kendwa. Und da ist das Dorf. Heute ist Sonntag. Nein, heute ist Ostermontag. Heute spielen die Kinder alle. Musurizana. Foto? Hi! Grupa. The name is Grupa? Yeah. Ah, big. Big. You need a fish. No! Ah, no. Do you speak English? No. Slow. Slow. Okay. Oh. Bye. Do you speak English? No. Only Swahili? Yes. Okay. Do you go to school? Yes, where do you go to school? Kendwa? Your school is Kendwa? No. No, where is your school? Yeah. Nungwi? Nope. Ciao. Okay. What is your name? Do you speak English? What is your name? What is your name? Yeah. What is your name? Ah, and you? Okay. Oh, da ist ein Schiff angekommen. Mal schauen, was der geladen hat. Jetzt habe ich Verfolger. Leider verstehen sie kein Englisch. Das Machtwort gesprochen, jetzt sind sie abgehauen. Das ist hier so eine Landzunge. Ich bin von rechts von Nungwi gekommen und hier einmal so rumgewandert. Und da hinten sieht es fast so aus, als wenn ich nicht weiterkommen würde. Da sind so Felsen. Mal schauen, ich gehe jetzt erstmal dahin. Ich hoffe mal, damit fangen die ihre Sachen hier im Meer. Das ist so ein wie so ein Fischernetz. Glaube ich, sehe da schon wieder eine Sandbank. Schaut mal, die ganzen Löcher hier, das ist alles von Mr. Krabs. Die graben richtige riesige Löcher. Schaut mal, mein Fuß dagegen. Der ist bestimmt groß da drin. Kommen nicht oft Menschen her. Schaut mal, die ganzen Berge und Löcher von den Krebsen. Der ganze Strand ist hier voll.
Hier können sie in aller Ruhe ihre Häuser bauen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, aber ich laufe jetzt mal ein Stück. Guck mal, was da weghuscht. Findet sein Loch nicht. Und da werden die Segel gepflegt und die Körbe fürs Meer gepflegt. Aber schön aus mit den Palmen. Hier ist bestimmt eine Hotelanlage. Dort hinten ist übrigens die Insel Tumbatu. Da kann man richtig gut schnorcheln. Ja, hier ist eine Sandbank. Oh, schaut mal, das Teil ist von einer Riesenmuschel. Mein Fuß dagegen. Auf meinem Herweg sind alle Boote noch im Wasser geschwommen. Jetzt wird hier ordentlich repariert. Jumbo! 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 Das ist das Meer. Jumbo! Jumbo. Oh, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Ich muss umdrehen. Hier bedarf es unbedingt Aufklärung in Bezug auf Müll. English. Hotel Palumbo. No, I'm from Nungwi. Bye. Hier ist die Wasserstelle, der Brunnen des Ortes. So, bevor ich wieder vergesse zu essen, bin ich hier in so ein, weiß nicht, gelandet. Und jetzt gibt es erstmal Essen. Ich habe mir ausgesucht Tandoori Chicken. 14.000. Ansonsten gibt es hier noch andere Sachen. Pasta, Burger, Snacks, Salat, Bruschetta. So, es gibt Chicken Tandoori, das kostet 4 Euro in etwa. Und ein Mangosaft, der kostet 90 Cent. Musik.
entspannen die Locals. Heute ist Ostermontag und alle schönen ihren Tag hier. Das war mal eine Schlange. Wieder am Strand angekommen. Und jetzt gehe ich zurück nach Nungi. Dort die Frauen, die machen einen großen Kreis und dann sind sie mit Schüsseln bewaffnet und planschen ganz doll. Und dann wird der Kreis immer kleiner gemacht und am Ende wird ein Fischernetz aufgespannt und dann sammelt sich der Fisch da drin, wie so eine Treibjagd. Jetzt haben sie angefangen. Das erste Mal in meiner Zeit hier lege ich mich jetzt am Strand und warte auf den Sonnenuntergang. So, jetzt gibt es Papaya am Strand für 6.000. Wer schneidet mir die gleich auf? Put it here. Thank you. Are you cutting all? Yes. I'm very hungry. Yeah, okay. So, mein Abendbrot heute, die Papaya, beim Sonnenuntergang. Nikweli, ja, na, komm, so gut. Die Sonne ist untergegangen und jetzt gehe ich wieder zurück in mein Apartment. Hello.